Wir sind einen weiten Weg gekommen. Wir haben einen Tag für 1 Euro gegessen, dann für 2, 5, 10, 20, 50, 100. Und heute springen wir einfach direkt zur größten Banknote, die es gibt, oder genau genommen nicht mehr so wirklich gibt, 500 Euro. Das ist nicht ein 50er, sondern 10. Es fühlt sich vollkommen absurd an, dieses Geld so in der Hand zu haben, weil ich meine, ich muss euch nichts vormachen. Ne? Man verdient natürlich gutes Geld, aber das einfach mal so in der Hand zu haben, ist irgendwie ein bisschen bescheuert, dass man das an einem Tag für Essen ausgibt. Deshalb mal gucken, wie viel von dem Geld wir überhaupt ausgeben können. Aber ich habe mir was überlegt. Kommen wir später im Video dazu. Außerdem ist das Video heute unterstützt von Finanzguru. Dafür schon mal vielen lieben Dank. Also haben wir erstmal überlegt und sind dann einkaufen gefahren für ein besonderes, besonderes Frühstück. Das ist schon hart eigentlich. Legen wir also los mit dem Frühstück. Wir haben wirklich traumhafte Zutaten vor uns liegen. Insgesamt hat das Ganze ungefähr 75 Euro gekostet und ich habe mich wirklich nicht zurückgehalten. Ich habe eigentlich so das teuerste gekauft, was ich finden konnte. Also wir wollten ja eigentlich zu diesem anderen Kaviar-Geschäft, das leider zu hatte. Da will man sich mal was gönnen. Will ein bisschen Champagner-Kaviar-Frühstück machen und die Kaviar-Boutique hat zu. Unglaublich, aber zum Glück. Können wir ja ein bisschen kochen. Wir machen das einfach selbst. Wird schon. Da hätten wir vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Tisch hauen können. Aber 75 Euro ist eine Menge Geld. Und wir haben aber auch, glaube ich, jetzt genug Zutaten, um ein paar Portionen davon zu machen. Deshalb, wenn man das dann vielleicht am Ende wieder vergleicht mit Restaurant, wer weiß, vielleicht lohnt es sich ja sogar. Wir haben ein wunderbares Sauerteigbrot. Perfekte Grundlage, um die anderen Zutaten wirklich scheinen zu lassen. Vor allem ein Lachsfilet, 200 Gramm, 15 Euro. Und Kaviar, 50 Gramm vom Stör, 50 Euro. Dazu noch ein paar Kräuter, Dill, Schnittlauch, eine Zwiebel und Creme fraiche. Brot anrösten, Creme fraiche draufstreichen, Lachs, Kaviar, Kräuter, bisschen Zwiebel. Ich würde sagen, wir legen los mit Brot anrösten. Das ist eigentlich das Beste, was wir als erstes machen können. Ich sage ehrlich, 75 Euro hat der Einkauf gekostet. Dieses Brot hier 5 Euro, was natürlich viel ist, aber gemessen am Rest nicht so viel. Und ich glaube, dass das schon der Star vom Frühstück wird. Ich meine, klar, 5 Euro. Wir haben die Serie angefangen mit 1 Euro und dafür einen Tag lang gegessen. Mehr schlecht als recht, muss man natürlich sagen. Beim Zwiebelschneiden filmst du mich nicht, aber beim Brotschneiden. Ich liebe dieses Brot einfach. Deshalb einfach mal Shoutout. Bäckerei Brot hier in Köln, Belgisches Viertel. Beste Leben. Wir nehmen uns ordentlich Butter und lassen sie einmal auf der Plansche schmelzen. Und so rösten wir jetzt alles goldbraun an. Nicht mal 5 Minuten später sieht das Ganze so aus. Jetzt lassen wir das Ganze gut abkühlen, sodass es seinen Crunch behält, aber die Creme fraiche nicht zum Schmelzen bringt. Das ist die Max-Technik. Wirklich, weil sobald, ich mach die auch zu Hause, sobald es halt auf einer Seite liegt, sieht ja die halt so Feuchtigkeit. Und so kann es von allen Seiten so, man kann auch so machen. Das Brot kühlt und ich schneide mir ganz, ganz, ganz feine Streifen Zwiebel. Einfach nur so als geschmacklicher Akzent. Nicht, weil es irgendwie groß was bewirken soll, sondern so hauchdünn. Genauso fein schneiden wir jetzt auch Schnittlauch und Dill. Wir wollen auf jeden Fall richtig präzise arbeiten. Gib mir richtig Mühe jetzt. Alles geschnibbelt, machen wir weiter mit dem Lachs. Ich wollte den gerade aufreißen, aber ich glaube, das ist nicht entsprechend seiner Würde. Wir machen das mal so vorsichtig auf. Okay. Sogar so schön auf Gold. Ein Stück muss man immer probieren, Qualitätstest. Sehr lecker. Davon schneide ich mir jetzt ein paar Scheibchen. Und dann? Dann nehme ich den Creme fraiche und den Kaviar. Jetzt streuen wir ein bisschen Schnittlauch und jetzt unser Kaviar vom Stör. So kleinen Häufchen ablegen. Jetzt ist es schon wieder was anderes, finde ich, wenn man hört 75 Euro. Weil es sind halt 5 Kaviar-Schnitten. Also dann, das hier. Das ist unser Frühstück am Tag, an dem wir für 500 Euro essen. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt mit so viel Aufmerksamkeit und Hingabe ein Brot geschmiert habe. Ja. Aber ich würde sagen, wir probieren einfach. Ich bin auch stolz ein bisschen. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Hey, ich muss ein Foto machen. Das sieht so richtig gut aus. Wow, auch auf dem Teller und so. Ja, ne? Mann. Ich nehme so einen Bissen, so einen großen, wo direkt alles dabei ist. Lass dir schmecken. Ich mach's dir nach. Creme fraiche so wichtig, ne? Dieses Sauerteigbrot, ultra knusprig, ne? Ich finde es auch genau richtig und gut, dass es wieder abgekühlt ist. Und die Zutaten glänzen. Aber der Lachs, finde ich, schmeckt noch mal deutlich anders als herkömmlicher Räucherlachs, ja, oder? Auf jeden Fall. Ist halt, weil das ist ja, die haben es ja so erklärt, das ist ja das Mittelfiletstück. Vom Lachs, genau. Auch im Lachs. Ganzen, was man ja auch sonst nicht so bekommt. Und trotzdem halt geräuchert. Ja, es ist ultra lecker, ne? Aber wenn ich zum Beispiel zurückdenke an 10 Euro, als wir bei der italienischen Ape gefrühstückt haben, das ist auch aus seine eigene Art und Weise unschlagbar. Ist aber auch nicht zu vergleichen eigentlich. Ist nicht zu vergleichen, aber die Glücklichkeit, die wir danach hatten, die war fast auf demselben Level. Sehr leckeres Frühstück,
Ich freue mich vor allem, das jetzt auch mit den anderen zu teilen. Ich hoffe, dir schmeckt es schon, den anderen gleich bestimmt auch. Ich konnte ja nicht mehr warten. Ja. Und wir sehen uns beim Mittagessen wieder. Und hier seht ihr den Einkauf fürs heutige Mittagessen. Auch das kochen wir wieder. Insgesamt hat der Einkauf 55,56 Euro gekostet. Wir haben ja aber auch noch die Sahne dabei und ein paar Sachen, die wir vorher schon hatten. Aber man kann so viel sagen, ich habe auf jeden Fall einen guten Überblick über meine Finanzen. Und wie viel ich am Ende übrig haben werde, werde ich mit Finanzguru herausfinden, die auch das heutige Video freundlicherweise sponsern. Noch einmal für die von euch, die Finanzguru vielleicht noch gar nicht kennen. Finanzguru hilft dir, deine Kosten zu tracken und immer einen Überblick zu behalten über deine Verträge, Ausgaben, Freizeitkosten und eigentlich alles, was von deinem Konto abgeht. Lad dir die App herunter und verknüpft dein Konto oder deine Konten mit der Finanzguru-App. Egal ob Privatkonto, Kreditkarte, PayPal oder dein Aktiendepot, alles lässt sich über wenige Klicks in die App einfügen. Sogar dein Krypto-Wallet kannst du hinzufügen. So könnt ihr sehen, ob ihr vielleicht zu viel für Lebensmittel ausgibt, weniger essen gehen solltet oder Sparpotenzial habt. Habt ihr euer Konto erstmal verbunden, habt ihr eine Übersicht über alle Verträge und Abgaben. Überflüssige Verträge kannst du sogar mit einem Fingertipp rechtssicher über die App kündigen. Die App selbst ist komplett kostenlos. Über meinen Code MAX1 kannst du Finanzguru Plus aber für einen Monat kostenlos testen. Mit Finanzguru Plus hast du immer eine Übersicht, wie viel Geld du im laufenden Monat noch ausgeben kannst, ohne ins Minus zu gelangen. Zudem kannst du dir smarte Budgets festlegen, so wie ich es fürs heutige Video getan habe. Du kannst deine Ausgaben analysieren und hast einen Überblick darüber, wie sich dein Kaufverhalten geändert hat. Ladet also die Finanzguru App über meinen Link in der Beschreibung runter, registriert euch und nutzt Finanzguru Plus mit meinem Code MAX1 einen Monat lang kostenlos. Und jetzt machen wir Trüffelpasta. Und als erstes tun wir zwei fein geschnittene Schalotten in Olivenöl. Lassen die ein bisschen an Geschmack gewinnen. Extra fein geschnitten, weil wir wollen am Ende ja nicht so große Stückchen in unserer Trüffelsoße haben, sondern wir wollen so eine richtig cremige, feine, edle Soße haben. In unserer Soße brauchen wir außerdem unser Pâté. Tartufata, Mushrooms and Truffle Sauce. Und drüben kocht schon unser Nudelwasser. Wir kochen mit frischen Nudeln, die brauchen 3 bis 4 Minuten. Wir kochen die 1-2 Minuten vor und dann fertig in der Pfanne mit Sahne. Ich glaube wirklich, das wird wild. Ich bin echt gespannt, ne? Das ist so ein bisschen Freestyle, weil ich finde, es gibt kein, also ich habe wirklich geschaut, ne? Ich finde nicht ein Rezept für die Trüffelpasta, wie ich sie liebe. Das ist jetzt nicht streng italienisch oder irgendwas, sondern es zielt halt einfach alles darauf ab, so eine richtig krank cremige, geile Trüffelpasta zu bekommen. Und ich werde tun, was getan werden muss, weil ich habe so Bock darauf. 1,5 Minuten sind schon vorbei. Echt? Die restliche Zeit koche ich die Nudeln jetzt fertig in der Soße. Das heißt, ich hole sie hier rüber, sind schon vorgekocht und wir geben sie mit ein bisschen Nudelwasser, klar, das hat jetzt nicht viel Stärke angenommen, gerade wenn es frische Nudeln sind, rüber in unsere Pfanne. Gleich noch ordentlich Parmesan drunter heben, damit das auch richtig cremig wird. So, wie viel Sahne ist das? Da drin waren so 600 Milliliter. 300 werden wir auf jeden Fall brauchen. Reib hier drüben schon mal den Parmesan vor. So, wir geben den geriebenen Parmesan oben drauf und heben ihn jetzt unter. Boah, das sieht schon echt gut aus. Boah, eine tolle Cremigkeit, die wir hier schon erzielt haben. Trüffelbutter noch ein bisschen. Heute wieder Fitness essen. Heute wieder Fitness essen, ja. Jetzt nur noch portionieren, frischen Trüffel drüber und genießen. Trüffel den, jetzt wird es richtig teuer. Oha. Boah, guck mal, wie perfekt rund der ist. Let's go, zack. 15 Euro. 15 Euro weg. Aber also komm, das sieht doch wunderbar aus, oder? Da ist das Ding jetzt also. Ich bin echt zufrieden. Es sieht aus wie etwas, für das man im Restaurant aufwärts von 20 Euro bezahlt auf jeden Fall. Also. Und wir haben 4 Portionen wieder gemacht für 55 Euro. Ne? Ja, ihr merkt schon selbst. Ich denke auch, dass die Zutaten im Restaurant vielleicht nicht immer so gut sind wie hier. Ich kann mir vorstellen, diese Portion im Restaurant 27,50 Euro. Aber würde man auch gerne so viel dafür bezahlen? Das ist die Frage. Die beantworten wir jetzt. Boah. Wow, Cremigkeit, sehr krass. Und durch die verschiedenen Trüffelerzeugnisse auch so ein wirklich intensiver Trüffelgeschmack. Ja. Ich habe ja noch nie Trüffel so gegessen. Ja, und der schmeckt ganz dezent einfach, ne? Der schmeckt nach fast nichts. Ich finde es ernst krass. Ich bin auch ein bisschen froh, weil ich hatte das Gefühl, ich muss mich so anstrengen, um die Gerichte teuer zu machen, dass wir heute Abend außer Haus essen. Die Küche bleibt kalt heute Abend. Ihr habt euch ja immer gewünscht, dass ich auch viel koche in dem Format. Das habe ich jetzt gemacht. Wir gehen einfach richtig teuer essen. Wir befinden uns vor Ito, einem japanischen Restaurant, welches von außen sehr schick aussieht. Ich habe mal die Speisekarte gegoogelt. Ist teuer. Perfekt fürs heutige Video. Also gehen wir rein, gönnen uns was. Ich weiß noch nicht genau, was es gibt, aber ich glaube, hier können wir es uns richtig gut gehen lassen. Los geht's. Interessant, guck mal, bei Nigiri, schnell dich überhört. Toro Nigiri, einer,
Ja. Nigiri, wer es gerade nicht vor Augen hat, die kleinen Reisschiffchen, 12 Euro. Einer. Davon kann man 10 essen, 120 Euro. Zwei Wagyu, zwei Toro. Dann ist man schon bei 40 Euro. 42. Alter. Wir suchen uns mal was aus. Wir suchen uns mal was aus. Wir stellen uns ein bisschen was zusammen. Wir bestellen einfach und dann gehen wir erst darauf ein. Also dann probieren wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir starten mit der Special Roll. Da hatten wir Roast Beef, Trüffel dabei, grünen Spargel. Ich tippe direkt einmal in die Sojasauce. Probieren wir. Boah, sehr lecker. Das ist verrückt, oder? Mhm. Avocado noch dabei. So eine gewisse Schärfe. Es waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pieces. Ja, aber ich kann es gar nicht einschätzen, wie das schmecken wird. Was kommt als erstes? Säure? Nee, es ist schon sehr, sehr cremig, das Ganze. Durch diesen Sriracha Salad, der da drin ist. Avocado sehr cremig. So sehr herzhaft durch die Soße, die oben drauf gepinselt ist. Durch den Trüffel und sehr knackig, auf jeden Fall mit dem grünen Spargel. Ich glaube, ich probiere hier schon mal direkt weiter. Wagyu Nigiri. Let's go. Wie krank. Wow. Unten drunter ist nämlich ein bisschen Wasabi, ne? Dann ist das so ein bisschen flambiert von unten. So, dass es nicht ganz roh ist, das Wagyu, sondern man hat trotzdem noch so Röstaromen. Unglaublich lecker. Wagyu mit Trüffel, man denkt, okay, mehr geht nicht. Das hier ist Toro. Thunfischbauch, das beste Stück von Bluefin Tuna. Auch hausgemachte Sojasauce, wo gibt's sowas? Und schmeckt sehr lecker. Ja? Also, ich muss jetzt mich auf Toro konzentrieren. Für mich toppt das Wagyu nochmal. Das ist top, wirklich Wagyu, dicke für mich. Man schmeckt die Qualität, wie gut die Zutaten sind. Kennst du das? Du isst etwas und das ist etwas teurer. Und während du es isst, ärgerst du dich, dass du so viel dafür bezahlen musst. Hier vergisst man das eher, oder? Ja, das ist einfach so, es schmeckt so elegant, es schmeckt so luxuriös, wie das, für was man bezahlt. Also sehr, sehr lecker. Du musst so ein bisschen kauen und danach schmilzt das so weg. Beste Leben, oder? Ja, was ist das für eine Qualität? Also ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ah, eine Jus, schön. Danke sehr. Wollen wir mal probieren. Das hat schon so eine Fettschicht oben drauf. Wir haben extra Wagyu-Messer bekommen. Ich probiere einfach mal. Erstmal ohne alles. Wirklich, das schmilzt. Musst du wirklich mal probieren. Wir können dir auch mal eine Ecke. Das ist wirklich so gut. Ich wollte so da durchbeißen. Geht nicht. Geht nicht. Das schmilzt so weg. Unglaublich. Man denkt so, okay, wie kann man eine Jus zu Wagyu essen, weil das ja, muss ja für sich selbst stehen. Aber die schmeckt so lecker, die Jus. Perfekt gearbeitet, ne? Wirklich wunderschön. Auch so eine intensive Jus haben wir noch nie gegessen, auch so. Ich vergesse auch gerade das Video, in dem wir uns befinden, weil das ist so lecker. Geil. Gut. Also wirklich noch deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Ich würde sagen, wir genießen das auch ohne Kamera und dann sehen wir uns für ein paar abschließende Worte nochmal wieder. Okay, Leute, das war's dann also. Es war wirklich ein würdiges Ende, ein würdiges Highlight für den heutigen Tag. Ich habe noch nie so gutes Wagyu gegessen. Gucken wir mal gemeinsam in die App. 175 Euro habe ich ausgegeben. Das heißt, ich habe noch 178,18 Euro zur Verfügung. Ich könnte jetzt eine Flasche Champagner kaufen oder irgendwas, aber ich habe wirklich mehr genossen, mir mehr gegönnt, als mir eigentlich lieb ist. Deshalb lassen wir es dabei. Ich stocke das Ganze, wie gesagt, nochmal auf 500 auf, spende das Ganze an die Kölner Tafel und bedanke mich auch dafür, dass es überhaupt möglich war bei Finanzguru fürs Unterstützen des Videos. Danke an euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao.